Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Close to the Sun. So, wir sind immer noch auf der Suche nach unserer Schwester. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe das Spiel jetzt mal neu gestartet und ich habe trotzdem ab und an mal so ein Soundproblem. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel vorgegeben ist. Mein PC ist, wie soll ich sagen, nicht gerade der schlechteste. Ich renne hier mit 60 FPS rum. CPU-Auslastung von nicht mal 10%, also das ist ein Witz. Ich habe jetzt schon in den Options bei der Grafik alles mal auf normal gestellt. Ja. Mehr kann man ja hier nicht umstellen, von daher. Wir lassen das jetzt einfach so, genießen trotzdem das restliche Spiel. Und wir suchen unsere Schwester. Nächster Zettel, Public Notes. Wer auch immer hier ständig das Klopapier klaut, ich hoffe, du verreckst an Rektalblut. Toilettenpapier geklaut? Süß. Alles klar, Klopapierliebe. AKA Corona-Zeit. Oh wow. Das Foto eines unbekannten Ehepaares. Eines heißt das doch. Auf der Rückseite des Fotos steht eine Nachricht, aber Wasserschäden haben sie unleslich gemacht. Ja, soll vorkommen. So. Hier liegt wieder. Alter, der hat da drei Clownspuren auf dem Brustbereich, auf dem Torso. Alter Schwede. Hier ist bestimmt irgendein Monster unterwegs. Ich habe keine Lust wegrennen zu müssen. Das mag ich nämlich überhaupt nicht an Horrorspielen, wenn man wegrennen muss. Siehe Observer. So. Da ist mir zu viel Strom, da gehen wir nicht hin. Da geht's aber wieder hoch. Nö, wir bleiben hier unten. Da oben steht wieder so ein Leuchtmännchen. Ja, wir gucken mal weiter. Wo? Alter. Ratten? Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Nein, das Blut. Wirklich verkündigt Erfolg. Das haben wir doch schon gelesen gehabt. Okay. Da geht's runter. Da ist Blut. Oh, hallo. Neues eingesammelt. Oh, wow. Komm ich hier rüber? Nee. Warum bin ich nicht runtergesprungen? Ich krieg doch gar keinen Fallschaden.
hier lang. Will du jetzt mich doch verarschen, oder? Ups, ich krieg ja doch Fallschaden. Okay. Ich muss bestimmt da runter. Können wir ja gerne machen, aber vorher will ich noch ein bisschen rumgucken hier. Weil da hinten. Och komm schon. Da hinten stand nämlich so ein Leuchtmännchen. Zeitplan nach Abteilung. Da hinten steht das Leuchtmännchen. Hier flackert schon wieder Licht. Das heißt doch nichts Gutes. Ada, unsere Schwester. Archer Ada. Aha. Alpha-Quartier. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hineinfinden. Ja. Dann lass uns mal den Weg suchen. Hör zu, Kumpel. Wie ich schon sagte, wir werden tun, was wir können. Mit wem sprichst du da? Ada! Oh, Gott sei Dank. Also, so ein Typ namens Aubrey funkte auf unserer Frequenz. Er sagte, er sei in der Maschinenhalle eingesperrt und er erwähnte eine fremdartige Energie. Ich hätte gern ein paar Antworten. Rose, ich möchte dir das lieber persönlich erklären. Nein, Ada, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mir zu sagen, was hier los ist. Okay, okay. Hör zu, ich mache es kurz. Wir haben Quantenresonanzanomalien entdeckt, die die Ein-Elektronen-Theorie beweisen. Das bedeutet, dass jedes Elektron im Universum dasselbe ist und sich durch die Zeit hin und her bewegt. Daher begannen wir natürlich von einer zweiten Zeitdimension auszugehen, die an die euklidische Analogie des Minkowski-Raums gebunden ist. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ada. Was ist mit der Thomson-Hypothese? Ada. Tja, nun, Ada. An der Stelle Ada. 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 Hör auf! Du redest mit mir, nicht mit einem deiner Forscherfreunde. Entstanden und gefährliche Dinge sind durchgedrungen. Diese Dinge haben uns getötet. Alle von uns. Wir haben versucht, es einzudämmen, aber Fakt ist, wir müssen hier weg. Hast du mein Apartment gefunden? Ja, aber das Alpha-Quartier ist verschlossen. Ich komme nicht rein. Du hast dir nicht vielleicht eine zusätzliche Keycard? Scheiße. Nein, warte. Doch, habe ich. Meine Freundin Eliza hat eine. Oh Gott, ich hoffe, sie ist wohl auf. Sie ist im Erdgeschoss, Gamma-Quartier. Gamma? Ja. Dann ist ihr Eingang von einem Netz aus Stromkabeln versperrt. Ich komme nicht in die Nähe. Kannst du den Strom abschalten? Der Überschreibungscode sollte im Epsilon-Gästequartier zu finden sein. Kinderspiel. Richtig. Ich besorge den Überschreibungscode und schalte den Generator ab. Kinderspiel. Jetzt einen anderen abgeschirmten Bereich und werde per Funk nicht erreichbar sein. Aber ich versuche mich zu beeilen. Ich komme näher. Ja. Gut. Also wieder runter. Also wieder runter.
Schalten Sie ihn ab. Okay. Warte mal, was? Betreten Sie den Raum mit dem Ersatzgenerator. Das ist doch da oben der Serviceraum, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste das der da oben sein. Der Service Room. Rail Station. Ich habe einen eigenen Zug an Bord. Cool. Ja, da komme ich nicht rein. Toll. Mit Ersatzgenerator. Schach. Ada war eine gute Schachspielerin. W. Schweinitz. Spanien hält Versorgungslieferungen an Helios zurück. Streit um Erfindung eskaliert. Als Verhandlung abrupt beendet werden. Naja, komm. Das hört sich alles mir nach. Für mich hört sich das alles nach Politikrotz an und dafür bin ich nicht gemacht. Oh, guck mal, Klopapier. Oh Gott! Was? Eins, das. Im Epsilon-Quartier soll der Code sein. Wow, wo ist Epsilon? Beta? Epsilon, oh, Ja. Hallo, einchecken. Halt. Der widerlich neugierige 18-Jährige, der letzte Woche zu Besuch war, Albert, hat seine Sachen in der Windgäste-Suite gelassen. Können Sie... Oh, wow. In was für einer Suite? In der Windgäste-Suite. Okay. Gäste Suites. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, hier passiert nichts mit Kindern. Das ist der größte Abfuck für mich. Ah, du Wichser, verdammt mal, du Altes. Ich glaube immer, ach komm, ja, Foto. Kann ich den Schlüssel wieder rausnehmen? Nee, war klar. Was habe ich noch für ein Key? Schweinitz und die anderen da oben werden mir nicht gesagt. Cool. Ach, da hinten muss ich hin. Okay.
3-3-2-1-2, schön. Warum nicht gleich so? 3-3-2-1-2. 3-3-2-1-2. Komme ich hier noch irgendwo rein? Tatsache. Ja. No. Könnte sauberer sein. Wasch. Oh, Deutschland. Ah, was? Albert Einstein? Geboren in Deutschland. Das war's mit der Folge. Das war überraschend gerade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.